Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Liebe Synodalgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wie oft haben Sie diesen Vers aus Josua 1 in Ihrem Leben wohl schon gehört? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Ich selbst habe diesen Vers unzählige Male als Tauf- oder Konfirmationsspruch zitiert. Wie ist das eigentlich mit den uns so gut bekannten Sprüchen der Bibel? Gerne wüsste ich, was Sie gedacht haben, als Sie diesen Vers im Programm gelesen haben. Begrüßen wir die schon so oft zitierten Verse wie gute alte Bekannte oder so wie die Lieblingsmusik, die wir zufällig bei einer Autofahrt im Radio hören? Oder haben sich die altbekannten Worte abgenutzt, erreichen uns nicht mehr, sind eben viel zu bekannt, so nach dem Motto, oh Mensch, langsam weiß ich's. Und wie ist das eigentlich mit den uns altbekannten und vertrauten Aussagen in unserer Verkündigung? Gott ist für dich da, Gott liebt die Menschen, er hat den Menschen die Schöpfung anvertraut, damit wir sie bebauen und bewahren. Jesus ist für dich gestorben und auferstanden, er ist das Licht der Welt. Wie kommt das noch bei uns an? Und ich meine tatsächlich uns hier, die Synodalen und die Gäste der Synode, denn wir gehören zu denjenigen, die solche Aussagen dutzende Male gehört haben, denn wir gehören zu den regelmäßigen Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern. Wirken in uns die altvertrauten Worte, gerade auch jetzt, in der nun wirklich nicht sehr angenehmen Situation unserer Kirche? Vor dem Gottesdienst habe ich gehört, dass Bad 9a ganz frisch einen neuen Pfarrer hat. Das, was ich Ihnen jetzt von einem neuen Pfarrer erzähle, ist nicht hier in Bad 9a passiert. Aber da hatte ein Pfarrer in einer neuen Gemeinde seinen Dienst angetreten. Neugierig, natürlich, gehen alle Gemeindeglieder in den ersten Gottesdienst. Sie sind begeistert. Eine tolle Predigt. Natürlich wollen sie sich den nächsten Gottesdienst nicht entgehen lassen. Alle sind sie wiedergekommen. Und der Pfarrer erhält dieselbe Predigt wie eine Woche zuvor. Nun ja, denken die Gemeindeglieder, der Neuanfang hat viel Zeit gekostet, die Kisten sind noch nicht alle ausgepackt, dann ist das wohl mal möglich. Aber als der Pfarrer dann am dritten Sonntag wieder dieselbe Predigt hält, fragen sie ihn dann doch, warum er denn nun schon zum dritten Mal dasselbe sagt. Und sie erhalten die Auskunft, solange ihr nicht umsetzt, was ich euch gepredigt habe, werdet ihr immer wieder dasselbe hören. Liebe Gemeinde, wir brauchen natürlich den regelmäßigen Zuspruch. Er tut uns auch gut, wenn wir denn persönlich erreicht werden. Aber bewährt der Zuspruch sich, wenn wir in Neuland aufbrechen? Also, wenn wir unseren Jordan durchschreiten? Und der Jordan ist ja nicht allein, aber auch ein Sinnbild für eine solche Grenzüberschreitung. Dabei sind in Josua 1 natürlich wir nicht im Blick und wir sind auch erstmal gar nicht gemeint. Das ist ja klar, der Zuspruch gilt Josua, dem Nachfolger des Mose. Es geht um das Volk Israel und auch nicht um die rheinische Kirche. Und doch suchen wir in unserer Kirche, stehen wir vor unserer Kirche auch vor weitreichenden Entscheidungen. Wo soll es hingehen? Und ich möchte in dieser Situation von den jüdischen Schwestern und Brüdern lernen. Wie ist das für sie gewesen, als sie den Jordan durchwandern mussten und keine Ahnung davon hatten, was sie auf der anderen Seite des Flusses erreichen würde und erwarten würde? Nun sind die Berichte im Josua-Buch natürlich keine historischen Berichte. Drei Anmerkungen gestatten Sie mir dazu. Das erste: Mit dem Buch Josua beginnt der zweite Teil der hebräischen Bibel, der Teil der Propheten, der Neviim. Die Epoche des Moses ist abgeschlossen, eine neue bricht an.
Auch das Buch der Weisung, die Tora, wird im Buch Josua als eine abgeschlossene Einheit bereits vorausgesetzt. Josua beinhaltet keinen historischen Bericht, sondern es ist prophetische Geschichte. Das Buch ist in der Zeit des Exils entstanden und blickt von der Erfahrung der Katastrophe her zurück auf die Anfänge. So gesehen beschreiben die Erzählungen über die Landnahme durch das Volk Israel nicht einfach die Vergangenheit, sondern zugleich die Zukunft. So wird es sein, wenn das Volk aus dem Exil wieder ins Land zurückkehren wird. Die zweite Anmerkung, dass das Buch Josua kein historischer Bericht ist, sieht man auch daran, dass die Städte Ai und Jericho, deren Einnahmen ja ganz breit erzählt werden, zum Zeitpunkt der angenommenen Landnahme schon lange nicht mehr existierten. Die beiden Ruinenhügel, die man kannte, boten aber wunderbaren Stoff für Erzählungen. Und schließlich die dritte Anmerkung. Es ist spannend, sich die erzählte Geografie dieses Buches vor Augen zu führen. Auch sie zeigt deutlich, dass wir keine historischen Berichte vor uns haben. In unserem Abschnitt, den wir gehört haben aus Josua 1, wird ein riesiges Reich beschrieben, von Mesopotamien bis nach Ägypten. Größer, als es das Reich unter König David gewesen ist. Wie sollte eigentlich ein Volk, das aus der Wüste kommt, das bewerkstelligen? Auch hier wird die Perspektive aus der Zeit des Exils und nach dem Exil beschrieben. Es geht um die Situation des zerstreuten Volkes in der Diaspora. In diesem riesigen Reich, in dieser Provinz, wird das Siedlungsgebiet der zurückkehrenden Jüdinnen und Juden liegen. Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch. Dabei möchte ich es bewenden lassen. Wichtig, das Buch Josua ist ein prophetisches Buch. Josua, so wird erzählt, befindet sich mit dem Volk Israel in einer Umbruchssituation voller Unsicherheiten. Die Zeit des großen Mose ist zu Ende, eine neue Zeit beginnt. Und das Volk soll nun das Land betreten, in dem es sesshaft werden soll. Und wie sind die Menschen unsicher im Blick auf das, was da auf sie zukommen soll. Das Land der Verheißung macht Angst und lässt erstmal keine Vorfreude aufkommen. Was jetzt? So ist es wohl immer, liebe Gemeinde, wenn man Neuland betritt. Was einem vertraut war, ist vorbei. Es trägt nicht mehr. Was auf einen zukommt, weiß man aber nicht. Was liegt näher, als in dem zu bleiben, was vertraut ist? Aber wer in das verheißene Land will, muss durch den Jordan hindurch. Denn dort liegt das Land, das Gott geben will. Man erobert das Land, indem man Schritt für Schritt hineingeht. Wo immer das Volk seinen Fuß hinsetzen wird, befindet sich es in einem Land, das Gott gegeben hat. Mit jedem Schritt ins Neuland können die Menschen murmeln, gegeben, gegeben. Dreimal wird Josua gesagt, dreimal muss ihm gesagt werden, sei getrost und unverzagt, sei mutig und stark. Man könnte jetzt natürlich meinen, als Kriegsführer müsse er natürlich auch mutig und stark sein. Aber er soll mutig und stark sein, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, gegeben hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Es geht also um eine inhaltliche Verpflichtung. Die Verpflichtung auf die Tora, auf die Weisung Gottes. Sie ist die Grundlage für alle Zuversicht, Getrostheit und innere Stärke. Und das hat das Buch Josua dann mit den anderen Propheten gemeinsam. Diese Wechselbeziehung zwischen der Bindung Gottes an das Volk und die Bindung des Volkes an die Weisung Gottes. Deshalb betrachte die Weisung Tag und Nacht, rede darüber und sinne darüber nach, wie auch wir es mit den Worten des Psalm 1 gebetet haben. Murmel seine Weisung und lass sie so in dich eindringen, dass sie ein Teil von dir wird. Darauf wird Josua verpflichtet am Übergang in eine neue Epoche. Und dann folgt die Zusage Gottes. Ich bin mit dir in allem, was du tun wirst. Die Bibel, das wissen wir, ist voller Geschichten über solche Abbrüche und Aufbrüche.
Es sind Erzählungen, in denen sich Menschen auf den Weg gemacht haben und sie erleben manches Mal auf diesen Wegen ihr Wunder. Josua war so einer, Abraham natürlich. Ich denke an Ruth, an Maria, an die Jüngerinnen und Jünger. Es sind nur einige Beispiele, wie Menschen sich auf den Weg in Neuland begeben haben. Josua hat es sich sagen lassen, dass Gott mitgehen wird auf diesem Weg. Und so hat der Zuspruch Gottes seine ganze Kraft entfalten können. Und vor allem, Josua steckt die Menschen mit dieser Zuversicht an. Und sie sind bereit, mit ihm durch den Jordan zu ziehen. Dabei ist der Jordan eigentlich gar kein Grenzfluss, sondern er fließt mitten durch das gelobte Land hindurch. In den Erzählungen des Josua-Buches ist das Ostjordanland bereits durch die Stämme Ruben, Gad und halb Manasse besiedelt. Also im Grunde ist das Volk doch schon drin im verheißenen Land. Und doch müssen sie alle durch den Jordan. Ja, man ist schon drin im verheißenen Land. Und doch muss man seinen Fuß erst noch hineinsetzen. Eine merkwürdige Lage. Drin und doch nicht drin. Aber so erlebe ich mich selbst immer wieder. Drin im Glauben und dann voller Zweifel. Drin im Vertrauen auf Gottes Wege, auf Gottes neue Wege und dann zögerlich und zurückhaltend. Bereit, die neuen Wege, auf die uns Gott gesandt, zu gehen. Und dann verharre ich in dem, was ist. Ich begegne in meinem Leben immer wieder diesem Unterschied zwischen dem, was uns zugesagt worden ist, und dem, wie es meiner Sicht in meinem Alltag erscheint. Natürlich, ich weiß, wir hoffen auf das, was wir nicht sehen, aber ich möchte so gerne mehr sehen, mehr Sicherheit haben, bevor ich bereit bin, durch den Jordan zu ziehen. Aber es gehört wohl zum Wesen des Glaubens, dass ich mich auf den Weg mache, ohne zu wissen, wie es aussehen wird. Es bleibt uns also nicht erspart, durch unseren Jordan zu ziehen. Josef braucht in seiner Unsicherheit und Angst die dreimalige Zusage Gottes: Sei mutig und sei stark, denn ich gehe mit dir. Dann ist er bereit für den Weg durch den Jordan. Gehen musste er schon selbst. Das wird ihm auch nicht abgenommen. Aber er hat die Zusage nicht nur gehört, er hat sich darauf verlassen. Und auch wenn wir natürlich nicht Josua und nicht mit dem Volk durch den Jordan gezogen sind, kann das Bild vom Durchzug durch den Jordan und hinein ins gelobte Land auch für unser christliches Leben leitend sein. Es ist, als wenn Gott auch zu uns sagt: Zieht los, macht euch auf den Weg. Aber dann bleibt auch an mir und an meinen Weisungen. Verlasst euch darauf, dass ich euch nicht allein lasse. Wir werden heute zu solch entschlossenen Glauben und Vertrauen eingeladen. Dass Gott unsere Wege mitgeht, das ist der Grund für solch mutiges Glauben. Gott selbst lockt uns dazu. Ich weiß, dass wir in unserer Kirche auf allen Ebenen solche neuen Wege schon gewagt haben. Nicht ohne Unsicherheit, nicht ohne Schmerzen. Viele neue Wege liegen noch vor uns. Kooperation, Fusion, neue Projekte, Sie kennen das alles. Aufgaben von Kirchen und Gemeindezentren. Ob wir wieder und wieder losgehen? Vielleicht darf ich in dieser Situation, auch wenn man fragen kann, ob der Vergleich nicht doch zu sehr hinkt, ein wenig von meinen Enkeln erzählen. Wenn ich mit den 1- bis 2-Jährigen auf dem Spielplatz bin, und sie haben dann es geschafft, die Leiter auf die Rutsche hochzuklettern, dann sitzen sie oben und trauen sich oft nicht loszulassen. Dann halte ich ihnen meine Hand hin. Manchmal ergreifen sie sie. Aber manchmal reicht es aus, dass meine Hand in der Nähe ist. Und sie bekommen den Mut, loszurutschen. Natürlich sitzen wir nicht auf einer Rutsche und wir befinden uns auch nicht auf einem Spielplatz. Aber manchmal ist es bei uns gar nicht so anders. Wir brauchen diese Ermutigung, dass wir getrost und unverzagt, mutig und stark sind. Das ist dann übrigens gar nicht in unser Belieben gestellt. Achten wir auf den ersten Teil des Verses 9. Ich habe dir geboten.
Stark und mutig sein, das ist ein Gebot Gottes. Es ist uns aufgetragen, getrost und unverzagt zu sein. Ob das überhaupt geht? Mut befehlen? Angst durch ein Gebot austreiben? Psychologisch werden wir sagen müssen, das hat keinen Sinn, weil es nicht funktioniert. Das wird auch keinen Erfolg haben im Blick auf die großen Ängste, die die Menschen nun nach den furchtbaren Anschlägen in Paris haben. An dieser Stelle haben die Terroristen ihr Ziel erreicht. Sie wollten Angst und Schrecken verbreiten. Man kann keinem die Angst ausreden. Wenn wir aber glauben, wenn wir zu glauben versuchen, lassen wir uns diese Aufforderung gefallen, unabhängig davon, wie es uns geht und wie wir uns vielleicht fühlen. Wenn ich mich und mein Leben dem Gott anvertraue, der das Land schon gegeben hat und der die Zukunft, die wir gestalten wollen, längst bei sich bedacht hat, dann werde ich es diesem Gott zugestehen, mir gleichsam zu gebieten, mutig und stark zu sein, getrost und unverzagt. Dann werde ich mir meine Ängste eingestehen. Aber ich werde mich nicht dazu verleiten lassen, allein aus dieser Angst heraus zu reagieren und zu handeln. Ich werde der Versuchung widerstehen, ganze Menschengruppen oder Religionsgemeinschaften zu diffamieren. Und zugleich werde ich deutlich denen widersprechen, die meinen, Gott zum Erfüllungsgehilfen ihrer eigenen Vorstellungen und Mordgelüste machen zu dürfen. Gott, Elohim oder Allah, niemals darf dieser Gott für Mord und Terror herhalten. Sich das immer wieder deutlich zu machen, ist elementar wichtig. Und aufgrund unseres Predigttextes müssen wir uns klar machen, es wird heute Angst und Schrecken verbreitet, im Namen eines Gottes manches Mal, der geradezu Mut und Unverzagtheit aufruft. Ich weiß natürlich, es ist nicht einfach, solchen Glauben gegen die Angst zu wagen. Und es ist ein Wagnis, den eigenen Ängsten nicht viel Raum zu geben und sich nicht nur davon leiten zu lassen. Und deshalb ist es gut und hilfreich, dass wir immer und immer wieder die Zusage Gottes hören, in unterschiedlicher Weise. Der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. Manchmal habe ich allerdings auch den Verdacht, dass ich mich deshalb schwer damit tue, immer wieder denselben Zuspruch zu hören, weil ich immer noch auf der einen Seite des Flusses stehe und den Schritt hinüber nicht wage. Bonhoeffer hatte ja wohl recht, wenn er sagte, dass Gott uns nicht im Voraus seine Kraft gibt, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Und weiter, in solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wie oft haben wir diese Worte gehört? Unzählige Male. Ihre Kraft werden sie aber wohl erst dann entfalten, wenn wir mutige Schritte durch den Jordan, mutige Schritte in die Zukunft wagen, die Gott gehört. Und es ist ja schon eine Herausforderung, die uns heute gestellt ist, liebe Synodalgemeinde. Denn wenn ich das Neuland betrete, kann ich die Erfahrung machen, dass Gott mit mir geht. Nur wenn wir uns in Gang setzen lassen, werden wir den mitgehenden Gott erfahren können. Nur wenn wir Schritte ins Neuland wagen, können wir die Erfahrung machen, dass es von Gott gegebenes Land ist. Liebe Schwestern und Brüder, die Arbeit, die wir auf dieser Synode vor uns haben, ist keine einfache. Das wissen wir. Vor allem ist sie deshalb so schwer, weil einige unserer Beschlüsse sehr unangenehme Auswirkungen auf Menschen haben werden. Und doch haben wir unsere Kirche zu gestalten, in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens überwiegend richtig entscheiden werden. Eine Garantie dafür erhalten wir nicht. Wir werden nicht davor bewahrt, dass wir uns irren und falsche Entscheidungen treffen könnten. Und doch werden wir auf diesem Weg begleitet sein. Denn Gott hat uns geboten, getrost und unverzagt zu sein. Und der Friede Gottes, der weiter reicht als all unsere Vernunft, der halte die Wacht über unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.